Der Knopf funktioniert immer noch genauso. Okay. Und dann... Na gut, jetzt kannst du es nicht verstecken. Genau. Hallo. Löwenzahn. Nein. Ich kann nicht. Das ist mir aus meiner Personal Bubble. Jetzt weiß ich, wie sich Susan fühlt. Ja, dann bist du so klein. Ja, das ist okay. Dann sieht man meinen Sonnenbrand nicht so an. Ich weiß auch nicht, wie gut dann noch das Mikro irgendwas aufnimmt. Okay, das ist egal. Okay, dann sind wir nah dran. Also, herzlich willkommen bei Wie geht ein Segelflugzeug? Für alle, die wissen wollten, wie das funktioniert. Das ist das Objekt der Begierde. Und eigentlich ist es relativ simpel. Wir haben in den Tragflächen zwei Ruder und dann hinten auch nochmal zwei. Und die sorgen dafür, dass man das Flugzeug steuern kann. Und dann sind oben auf den Flügeln so versteckt, die gucken wir uns nachher an, noch Bremsklappen, damit man beim Landen auch den Flugplatz trifft. Und das ist alles schon gecheckt. Wir haben das Flugzeug heute Morgen aufgebaut und der ist startbereit. Und jetzt können wir uns da reinsetzen und dann fertig machen für den Start. Ha? Du und das Flugzeug. Ich und das Flugzeug. Ja. So, man hat beim Fliegen einen Fallschirm an, auf dem sitzt man drauf, damit es ein schön weiches Kissen ist. Was anderes hat er nicht als Nutzen, weil wir haben nicht vor, das Flugzeug zu verlassen, bevor es wieder am Boden ist. Falls doch, dann kann man den Fallschirm dazu benutzen. Okay. So, das Flugzeug mal anmachen und das auch anmachen und das Funkgerät auch an. Oh Gott. Also gut, sportlich betätigen. Hi. So. Also das Flugzeug hat nur einen Sitz. Kann sonst keiner mitfliegen, das heißt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich ganz allein schuld, das ist immer ein bisschen doof. Damit ist das fest, dann Achtung. Der Instrumentenpilz ist runter. So, jetzt ist das Mechanische soweit fertig, dann macht man den Vorflugcheck. Der Vorflugcheck bedeutet, bei dir bingt's. Ne, bei mir bingt's. Was ist da los? Aha. So, nein, ich unterhalte mich gerade mit einem anderen Stück Technologie. Also, das Cockpit wird gecheckt. Wir schauen, ist der Höhenmesser auf der richtigen Höhe eingestellt? Das ist er fast. Da haben wir hier den Fahrtmesser, dass wir wissen, wie schnell wir unterwegs sind. Oh Gott, ja. Und dann gibt es hier eine ganze Palette an Variometern. Das Variometer ist das, was zeigt, ob der Flieger steigt oder sinkt. Das wird uns nachher noch ganz fleißig die Ohren voll heulen. Und das ist so viel zum Cockpit. Unten drunter ist noch das Funkgerät, dass ich hier sprechen kann und mich gleich fertig melden kann. Und dann ist hier oben noch das Flarm. Das zeigt mir an. Da geht alles daneben. Das Flarm zeigt mir an, ob ich noch andere Flugzeuge in meiner Nähe habe. Gibt GPS-basiert. So, dann wollen wir kurz die Kontrollen checken. Und zwar fängt man damit an, dass die Landeklappen rauskommen. Das ist der lustige blaue Hebel hier. Hier unten ziehen wir und dann bewegt sich das hier los. Genau, gucken wir, ob die rauskommen. Links und rechts kommt raus, wieder rein und verriegelt. Dann bewegen wir den Steuerknüppel. Die Querruder bewegen sich dreigängig, wunderbar. Und hinten bewegt sich das auch das Seitenruder mit den Fußpedalen geschlossen. Dann gucken wir nach, wir haben die Höhenfreigabe 5000 Fuß, das heißt, wir dürfen 1,5 Kilometer über normal Null fliegen. Und ansonsten gibt es keine Verbote. So, dann sind wir soweit fertig. Und jetzt machen wir mal einen Cut, das ist schon 7 Minuten lang. Ja, dann warten wir mal. Herzlich willkommen auf meinem Kopf. Ja, das guck mal kurz nach vorne, dann kann ich... Ich guck mal nach vorne, so ist es nachher los. Ist das ein Test? Ein Test, da ist der Lukas. So, tschüss Lukas, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Die kleine Eische. So. Geht der Lukas das Seil holen? Ja, ich warte noch, bis der gelandet ist. Ja. Ich sehe nichts. Also, Segelflugzeug hat keinen Motor. Also haben wir ganz da hinten ein LKW stehen mit einer großen Seiltrommel und das eine Ende ist an dem LKW festgemacht und das andere Ende wird gleich hier an dem Flugzeug festgemacht und dann zieht der LKW ein bisschen kräftiger als der Lukas gerade.
und dann geht's nach oben. Und von dort aus müssen wir gucken, dass wir Thermik finden. Die Wölkchen verraten ein bisschen drüber, so wie ich mein Glück kenne, finde ich keine. Ah. Hallo! Und dann sind wir in 5 Minuten wieder da und wenn wir Thermik finden, dann geht's ab. Dann geht's nach oben und dann sind wir länger unterwegs. Mal sehen, wo das hinführt. So, der Lukas bringt das Seil. Dann mache ich hier mal zu. So, ich mache das zu. Bin soweit. Aus. Ein. So. Diese Piepserei begleitet uns gleich ein ganzes Weilchen, weil diese Piepserei zeigt an, ob es hoch oder runter geht. Landet erst noch. Klingt aus. Es ist ja schon also ein großer Vorteil, dass ich einfach nicht im Bild bin. Ich bin nicht mit drauf, damit ist das Material schon mal halbwegs brauchbar. Der Radfahrer mal kurz erschrocken, ey. Da hast du doch auch tief drüber gegangen. Boah. Das ist zu. Aus. Ein. Gut, so. Okay. Die Delta 4846 ist startklar. Pilot Felix Horn. Ja, spannender Moment. Stehst ein bisschen oben an. Das geht. Ab geht's. Und der ist gut nach oben. 120. So. Mal leicht gehen, das geht. Und Fahrwerk rein. Und das hier ein bisschen zu und dann machen wir das hier an. Muss man was hören. Und jetzt Wölkchen gucken. Und dann rechts über das Industriegebiet. Da geht es schon gleich auf. Und schon. Wir sind jetzt direkt über Walderstadt, das heißt Walderstadt ist unter uns. Da können wir jetzt hingucken. Also gucken wir mal zur Seite, nehmen die Tragfläche ein bisschen runter. Und dann, haha, Walderstadt am Start. Sehr schön. Ein bisschen höher. Die Ameisen sind etwas kleiner geworden. Ich kann mal kurz erklären, wie das Flugzeug funktioniert. Wir haben also einen Steuerknüppel, den habe ich hier, der geht ganz leicht zu bewegen. Wenn ich den nach links und rechts bewege, dann bewegt sich das Flugzeug um die Rollachse, um die Längsachse. So legt man den Flieger in die Kurve. Wenn ich den Steuerknüppel nach vorne drücke, dann drücke ich die Nase runter, dann passiert dieses hier. Und wenn ich ihn nach hinten ziehe, dann gehen wir nach oben und passiert dieses hier. Und dann gibt es noch das Seitenruder. Hinten, das mache ich mit den Pedalen. Und das Seitenruder macht, dass das Flugzeug hier nach links und rechts geht. Und dann sieht man, wie drastisch sich der Faden ändert. We'll be right back.
gut. Also wir sind wieder runtergefallen auf 1100 Meter. Schön, da unten ist der Flugplatz mit Schlafzelle, da ist der Lukas. Die Kabine steht noch da. Also gut, dann schraube ich mal wieder hier ein Gewinde in den Himmel und gucke, dass wir da wieder hochkommen bis auf unsere 1500 Meter. Also hier ist der Schnitt Felix aus der Zukunft mit einer kleinen Anmerkung. Zu dem Zeitpunkt hier bin ich jetzt ungefähr eine Stunde geflogen. Die Wasserflasche ist leer und es ging mir zunehmend schlechter. Mir war relativ übel und das kam daher, dass ich den ganzen Tag recht wenig getrunken hatte. Es war sehr, sehr warm, auch sehr lang nicht geflogen gewesen. Und zu allem Überfluss auch noch anstatt einer anständigen Mütze eben die Kamera am Kopf. Und alles zusammen hat vermutlich zu einem ordentlichen Hitzestich geführt, der mich auch noch den Rest des Tages dann flachgelegt hat. Ich habe die Anzeichen schon gehabt, schon vor dem Flug und bin mit so einer das wird schon gut gehen Attitude ins Flugzeug gestiegen und das ist super gefährlich. Wird mir definitiv nicht mehr passieren. Immer genügend trinken am Start und ausgeruht und auf jeden Fall mit Mütze. Weiter geht's. Prost. So, das Fahrwerk ist ausgefahren, 750 Meter, also ein bisschen schneller machen, ich habe jetzt keine Lust mehr, 700 Meter, 120, die Delta 4846 zur Landung auf der 08. Oh, jetzt sind wir wieder ein bisschen zu niedrig. Okay. So, also jetzt bin ich auf der Position, aber natürlich trägt die Thermik schon wieder. Mann, ich will runter! Das Fahrwerk ist ausgefahren und verriegelt, das ist hier drüben. Wir versuchen jetzt so ca. 100 km/h schnell oder nicht, auf jeden Fall nicht runter. Okay, so, dann gehen wir rum. War der Gegenanflug, jetzt gehen wir in. Ah, wir müssen ein bisschen länger machen. So. Queranflug. Oh, die Klappen schon raus. Flugplatz in Sicht. Dann gehen wir rum. Da unten ist unser Schatten. Ausrichten auf die Bahn. So. Das sieht gut aus. Und jetzt mit den Klappen die Höhe halten. Den Sinkflug steuern. Geschwindigkeit bleibt in etwa gleich. So. Und abfangen, indem man das. Gently now, you just want to kiss the ground. Just a little peck. A smooch, like you're kissing your sister. I said kiss it! So. Und dann. Gut. War ein bisschen härtere Landung. Aber war okay. Oh, Fenster auf. Können wir das ausmachen und dann sind wir hier fertig. Also gut, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Film bis jetzt. War keiner vorbei. So in etwa. Es stellt sich ja die Frage, ob man auch mit Sonnenbrand im Gesicht bleich sein kann, weil es einem schlecht ist. Nee, es geht. Ei. Nichts mehr gewöhnt, wie es aussieht. Nichts mehr gewöhnt. Schöne Sache. Schau mal, wie das rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Lasziv. Draw me like one of your French girls.